Ahoi Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist David Cray und heute präsentiere ich euch dieses Stativ. Das ist das von Kullmann, das Nanomax 480. Das ist das aktuelle Topmodell der Nanomax 4er Serie. Und meine heutige Assistentin ist die Christine Prewitz, die jetzt gerade hinter der Kamera steht. Wer mir auf Facebook oder auf Twitter folgt oder auf Instagram, der wusste natürlich, dass ich heute dieses Stativ hier testen werde oder euch präsentieren werde. Ohne jetzt lange um den heißen Brei herumzureden, jetzt kommt das Intro und dann geht's dann weiter. Viel Spaß dabei. Das Nanomax 480 RW20 ist das Topmodell der aktuellen Nanomax 4er Serie. Was habt ihr jetzt dabei, wenn ihr das Stativ kauft? Ihr habt eine Transporttasche dabei, um natürlich das Stativ vor Kratzern zu schützen, wenn ihr das transportiert. Des Weiteren sind zwei Mittelsäulen dabei, um verschiedene Höheneinstellungen vorzunehmen. Dann ist natürlich auch das Stativ dabei, was aus einem elixierten Aluminiumprofil besteht und den hochwertigen 3W-Kopf, den RW20. Endlich wurde hier mitgedacht. Die Stativbeine und die Mittelsäulen haben ein dreieckiges Aluminiumprofil. Somit hat das Stativ einen sehr sicheren Stand und außerdem dreht sich die Mittelsäule nicht mit, wenn ihr den 3W-Kopf abdrehen wollt. Das 3/8 Zoll Stativanschlussgewinde ist genormt und somit geeignet für alle gängigen Fremdhersteller. Finde ich sehr, sehr praktisch. An der langen sowie zusätzlichen kurzen Mittelsäule lässt sich der Mittelsäulenhaken befestigen. Somit könnt ihr euren Fotorucksack dranhängen oder andere Gewichte und das Stativ fällt weniger um, gerade wenn viel Wind ist. So einfach kann es gehen. Ihr müsst lediglich an den robusten Gummifüßen drehen und schon kommen die integrierten Metallspikes zum Vorschein. Das garantiert euch einen sehr sicheren Stand, auch in unwegsamem Gelände. Was ich immer ganz wichtig finde, sind die Wasserwaken. Und dieses Stativ hat sogar drei davon. Eine im Stativstern, der in einem Aluminiumdruckguss angefertigt wurde, und zwei Stück in den 3W-Kopf. Somit könnt ihr eure Kamera wirklich perfekt in jeder Situation ausrichten. Der komplett aus Aluminium gefertigte 3W-Kopf RW20 mit bewährter Kameraschnellkupplung ist durch einen zusätzlichen Verriegelungshebel gesichert und verhindert somit ein versehentliches Öffnen. Die sehr stabile Kameraplatte ist mit einer rutschfesten Korkauflage ausgestattet, hat einen versenkbaren Videopin und eine 1/4 Zoll Kameraanschlussschraube und dies gibt euren Systemkameras und mittelgroßen Spiegelreflexkameras einen sehr sicheren Halt. Mit einer Auszugshöhe von 178,5 cm und einer Tragfähigkeit von 4 Kilo ist das Nanomax 480 RW20 das ideale Stativ für all die Leute, die von allem etwas mehr haben wollen. Was für mich definitiv ein Kaufgrund darstellt, ist das bodennahe Arbeiten. Durch die integrierte Makroeinstellung könnt ihr das Stativ auf nur 19 cm einstellen und könnt damit sehr besondere Aufnahmen erstellen. Last but not least, Kullmann gibt eine Herstellergarantie von 10 Jahren und das finde ich richtig gut. Von mir gibt es eine klare Kaufempfehlung, das Stativ von Kullmann, das Nanomax 480 RW20, überzeugt mit seiner hohen Verarbeitungsqualität. Man kann es durch die Makroeinstellung auf nur 19 cm einstellen, was schon sehr gering ist, aber auch gleichzeitig auf eine sehr hohe Position einstellen, auf 178,5 cm. Wenn euch das Stativ gefällt, dann schaut unbedingt mal in der Videobeschreibung nach, da findet ihr den Link dazu, dann könnt ihr das bei Amazon direkt bestellen. Schreibt mir in die Kommentare, was euch an dem Stativ gefallen hat und gebt mir unbedingt einen Daumen nach oben, wenn ihr mich unterstützen wollt und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis bald. Ciao. Nimmt er auf? Sehe nicht. Ist da ein roter Punkt? Ja, oben rechts. Okay, dann nimmt er jetzt eigentlich auf.